Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich ein sehr beeindruckendes Interview machen dürfen mit Professor Dr. Stefan Hockerts. Er hat mir davon berichtet, wie er begeistert ist in Bezug auf das Bilden von Gesundheitsoasen. Er macht das jetzt in der Schweiz in Zusammenhang mit der sogenannten IHHT-Therapie. Er hat mir erzählt, wie die Mitochondrien zu richtigen Kraftwerken werden, wo die ATP-Produktion um ein Vielfaches größer ist und die Selbstheilungskräfte von Patienten oder eben auch von gesunden Menschen massiv gesteigert werden, sodass einfach diese Schwelle von Gesundheitserhaltung viel, viel höher ist. Für mich hat sich das unfassbar gut angefühlt. Ich bin überzeugt davon, von solcher Technologie, und habe mir gedacht, ich suche jetzt mal der Wissenschaftler, der noch viel, viel mehr weiß über dieses Thema, und war fündig geworden in einem Herrn, der früher in der ehemaligen Sowjetunion geforscht hat, in der Luft- und Raumfahrtbehörde der Sowjetunion. Und ich habe ihn eingeladen, er ist angereist und ist heute da, um mit mir über diese Bildung von Gesundheitsoasen zu sprechen. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder, und jetzt darf ich Ihnen den Arzt und Wissenschaftler auch zeigen. Das ist der Arkadi Prokopov. Jetzt habe ich es. Prokopov. Jetzt habe ich es. Entschuldigung. Es fängt wieder an, weißt du das? Ja, ich habe nichts dagegen. Ich habe immer Schwierigkeiten, meinen Namen so richtig aussprechen. Ich habe so eine Variante gehört, sondern es ist. Ich habe es. Prokopov. Jetzt habe ich es. Prokopov, ja, genau. Prokopov. Ich weiß es doch. Ich stelle mich vor einfach. Ich bin Prokop. Prokop. Ja, das kein macht dann weiter Fehler. Wir lassen das, gehen rein ins Thema. Das ist kein Problem. Diese Gesundheitsoasen haben mich total überzeugt. A, weil es fast jeder machen kann, der ausgebildet wird. Da muss man nicht Arzt sein. Es reicht schon, wenn man eine medizinische Kenntnisse hat im Leichten. Man wird ausgebildet dazu. Aber was passiert, wenn ein Mensch gesund, regelmäßig, einmal oder zweimal in der Woche eine solche Behandlung macht? Was kann er erwarten davon, von sich selbst? Ja, was kann er erwarten? Gute Frage. Erst, es ist ziemlich selten, wenn gesunde Menschen wollen ihre Gesundheit noch verstärken und verbessern. Erst, dass der Leitdruck geht in die Gesundheit, aber nicht unsere Zuschauer. Ich glaube, ja, unsere Zuschauer sind heute sehr, sehr, sehr präventiv orientiert. Ja. Das ist hoffentlich, ja. Das ist, Ich bin auch so, bin derselben Meinung, dass Zuschauer von deiner Sendung sind so gesund orientierte Leute. Ja, was für ein Ziel? Es ist ganz einfach. Als integrativ, als ein ultimatives Ziel ist Jungsterben in einem Alter 100 plus. Das ist übrigens mein Ziel. Ja. Ich will jung sterben, im Alter 100 plus. Und was bedeutet jung? Das bedeutet, dass du verlierst nicht so viel alle Kräfte. Du hast zum Beispiel in 40 Jahre alt, du bist gesund, du bist topfit, du hast Erfolg in deinem Beruf, aber dann langsam alles wird degradieren. Ja? Also dann, und dann am Ende noch 10 Jahre bleiben in einem Rollstuhl und in einem Bett liegend, natürlich, das will niemand. Also, dieses Prozess zu verlangsamen, ist schon eine richtig riesige Aufgabe. Und für diese Aufgabe, für diesen Zweck arbeiten heute Tausende von hochrangierten Wissenschaftlern. Das ist der ganze große Bereich von Biogerontologie, Anti-Aging-Medizin, ja, und die Medizin gegen altersbedingte Krankheiten. Also alles doch integriert, um dieses Dreieck transformieren in eine Trapezie. Ja. Ja. So kurz vor Sterben, dann hast du einen drastischen Abbruch, aber es dauert vielleicht Wochen. Und einige Leute sterben, ja, die sind fit bis zum Ende und dann sterben in 2-3 Tagen. So, das ist ein Modell. Es bedeutet nicht, dass unendlich langsam
Alterungsprozess zu verlangsamen. Nein, das ist ein nicht realistisches Ziel für heute. So, was kann man dagegen machen? Erst, man muss verstehen, ja, welche Prozesse eigentlich sind verantwortlich für dieses Dreieck. Ja? So, erst unsere Kräfte, unsere Kapazitäten, Möglichkeiten, die sind so erst wachsen bis Alter 20 plus und dann langsam, langsam, es geht alles nach unten. Welche Prozesse sind da? Das sind die biologische, einfach programmierte Prozesse, die sind verantwortlich für Energieproduktion in unseren Zellen, für Funktionalität von unseren Zellen. Und alle diese Prozesse, die brauchen viel Energie. Ja, man spricht heute, dass ohne Energie läuft es ziemlich schlecht ohne Energie. Zum Beispiel ja, ohne Strom. 24 Stunden leben, es ist schon eine Strapaze. Ich habe in Mallorca erlebt, ein paar Mal schon, ja, in einer Finca. Zwei Tage ohne Strom, du fühlst dich wie in Steinzeit. Du kannst nichts machen. Ja? Und so passiert in unseren Zellen, wann die Mitochondrien sind beschädigt. Zum Beispiel bei einer akuten Infekt, virale Attacke. Da spürt man sich ziemlich schwach, mehrere Stunden oder Tage. Aber wenn es passiert langsam, dann fühlt man es nicht so drastisch. Aber verliert immer ein bisschen Energie, Vergesslichkeit entsteht, ja, der kann nicht seine professionelle, so berufliche Dinge schon machen. Und so kommt zu einer langsamen Degradation. Weil Mitochondrien haben eine begrenzte, sozusagen, Garantie. Ein neugeborenes Kind hat Mitochondrien, sagen wir, 100% effizient. Mhm. Ja? Und bis zum Alter 20 plus, sie bleiben ungefähr auf diesem 100% Niveau. Und dann langsam wird die Effizienz von Mitochondrien nachlassen. Ja? Und die verlieren jedes Jahr einen Teil von ihrer Kapazität. Die Mitochondrien renovieren sich ständig, ja, weil bei solchen angestrengten Funktionen, Energieproduktion, Mitochondrien kommen in chronisches, sozusagen oxidativer Stress und mitochondriale DNS wird beschädigt. Und eine beschädigte DNS bedeutet eine beschädigte Mitochondrie. Und beschädigte Mitochondrie produziert wieder eine beschädigte Mitochondrie. Und so entsteht solche Decline. Also weniger ATP und immer weniger Kraftwerke, die auf volle Leistung fahren. Ne? Genau, weniger ATP und mehr Verschmutzung. Mhm. Weil Mitochondrien produzieren auch toxische Produkte, freie Radikale, zu viel freie Radikale und zu lange Zeit, dann verschlechtert sich das ganze Niveau. Mhm. Entsteht eine chronische Entzündung in die Zellen. Solche Zellen werden sogenannte seneszente Zellen, also die haben keine wirkliche Funktion mehr, aber die wollen nicht sterben. Normalerweise die Zellen, die verloren ihre Funktion, es schaltet sich ein Mechanismus, Apoptose, und solche Zellen sterben einfach. Seneszente Zellen schalten nicht an Apoptose-Mechanismus, die bleiben am Leben, aber Funktion haben sie keine, sie haben aber große Verschmutzung für Umgebung. Also die beschädigen Nachbarnzellen. Und so entsteht chronische Entzündung in unserem Körper und diese Low-Grade Chronic Inflammation, das ist ein Merkmal von Alterungsprozessen. Okay, aber hätte ich jetzt leistungsstarke ATPs, also mehr Mitochondrien, dann würde auch der ganze Oxidationsprozess, also Entzündungsprozess im Körper viel, viel weniger stattfinden, oder? Ja, die gesunde Mitochondrien, die, weißt du, das ist wie ein ganz mächtiger Motor im Auto. Zum Beispiel, du hast Auto, hat 200 HP, ja, und mit solchen Auto, das Motor ist neu, du läufst über so schnell, ziemlich schnell, und Motor, wann ist ganz neu, der läuft ganz ökonomisch. Mhm. Ja. Aber nach, weiß nicht, einem Million Kilometer, der hat schon mehrere Schaden, der frisst viel mehr Sprit,
Ja, der nimmt auch viel Sauerstoff, aber der produziert wenig Kraft und viel, viel Verschmutzung. Mhm. Das ist genau die Situation mit Mitochondrien. Und jetzt bleiben wir bei dem schönen Beispiel. Was macht jetzt die IHHT mit diesem Motor? Die IHHT macht Folgendes. Die macht diese Motoren kaputt. Mhm. In der Natur, es gibt praktisch wenige Maßnahmen oder Situationen, wann diese Mitochondrien gehen kaputt. Aber mit hypoxischen Schwankungen, diese Mitochondrien sind überlastet ziemlich schnell und die dann einfach explodieren. Aber die gesunden Mitochondrien, die sind immer in die Zelle präsentiert, aber mit jedes Jahr weniger und weniger und weniger Zahl. Und die haben eine große Competition, einen großen Wettbewerb mit beschädigten Mitochondrien, weil beschädigte Mitochondrien vermehren sich schneller als gesunde. Das ist ein erstaunlicher Paradox. Also habe ich dann plötzlich in einem gewissen Bereich 100 Mitochondrien, wo nur 20 ATPs machen und eine, die allein 100 macht, oder? Genau. Aber und das Ziel ist, dass ich diese eine zur Vervielfältigung bringe, das heißt zur Teilung. Ja. Für das, du musst, der erste Schritt, du musst eliminieren die schlechten Mitochondrien. Damit die andere Weil, Platz kriegt. Obwohl die sind so schlecht und haben niedrige Qualität, die dominieren. Und die vermehren sich schneller als gesunde. Das ist das Schlimmste. Mhm. Ja? Wieso vermehren sich die schneller? Ja? Das klingt paradoxisch, aber es in Wahrheit ist es ganz einfach. Mitochondrien haben eine DNS, die hat eine Ringform. Alle Bakterien haben ringformige DNS. Und diese Ringe bei gesunden Mitochondrien sind ziemlich groß. Ja? Beschädigte, mutierende Mitochondrien verlieren Teile von DNS und Ring wird kleiner, kleiner und kleiner und kleiner. Aber es existiert doch und macht seine Kopien ein bisschen schneller als der größere Ring. Das ist ein chemisches, kinetisches Prozess, hat nichts zu tun mit Biologie. Ja, es ist eine chemische Kinetik. Mhm. Und wenn Umgebung ist stabil, ganz stabile Umgebung, dann haben Vorteile natürlich Moleküle, die machen ihre Kopie schneller. So, wir bekommen dann Situation, dass die guten Mitochondrien sind immer unter Druck von beschädigten Mitochondrien in eine stabile Umgebung. Jetzt machen wir einen Sturm in diese Umgebung. Ja, wir introduzieren Sauerstoffschwankungen. Für gesunde Mitochondrien, das ist ein Training, Übung. Für Beschädigte ist eine Katastrophe, weil die können nicht überleben, diese großen Schwankungen, ihre ganze elektrochemische Prozesse werden zerstört und solche Mitochondrien dann einfach zerplatzen sich. Seit wann weiß man das? Ungefähr 20 Jahre. Und was hat man in der Medizin, aus der Schulmedizin, davon, aus diesen Erkenntnissen gelernt? Ja, natürlich. Alle diese Studien über Mitochondrien sind so verbreitet und sind so gut integriert in bestimmte biologische Bereiche. In mitochondrialer Medizin auch. Aber eine praktische Anwendung, sie haben nur zum Beispiel schulmedizinisch und einfach in mitochondrialer Medizin, es folgt zum Rat körperliche Training. Körperliche Training machen, ja, und das ist korrekt, weil bei körperlicher Training entstehen auch bestimmte Schwankungen, Sauerstoffschwankungen, ja, weil zum Beispiel bei Muskelkontraktion und Entspannung. Bei Entspannung kommt mehr Blut, bei Kontraktion kein Blut kommt in die Muskeln. So in die Muskelzellen, in die Mitochondrien entstehen auch solche Schwankungen. Mhm. Aber manche Menschen, bettliegende Menschen, die haben überhaupt keine Kraft, noch Übungen machen. Ja? Oder altersbedingte Sarkopenie. Die Menschen, die bewegen sich ganz wenig, die haben viel Schmerzen. Ja? Obwohl Bewegung hilft, immer hilft, aber doch die Mitochondrien in wichtigste Organe, in Gehirn und in Herz, die erleben keine Sauerstoffschwankungen. Ja? Nur die Mitochondrien in den Muskeln. Jetzt, wir introduzieren eine neue Intervention. Alle Mitochondrien im Körper erleben solche Schwankungen. Wie können wir das machen? Ganz einfach.
mit einer Maske, wir atmen mit einer Maske von meinem Gerät. Mhm. Und Gerät liefert solche Profil vom weniger Sauerstoff, dann mehr Sauerstoff, weniger Sauerstoff, mehr Sauerstoff. Und alle Mitochondrien in die ganze Körper, ganz wichtig, in Gehirn, in unser Herz, in unsere Drüsen, ja, hormonale Drüsen, entsteht solche Schwankungen. Das bedeutet, die Mitochondrien in diese Organe erleben auch dieses wichtigste Prozess, ja, mitochondriale Reinigung, Eliminierung vom mutierenden, abgeschwachten Mitochondrien. Tja, ich habe es verstanden. Aber das ist ja eigentlich, wenn ich mich an die uralte chinesische Medizin halte, wo der Arzt wurde bezahlt für gesunde Patienten, dann müsste man ja auch hier sagen, diese zu bildenden Gesundheitsoasen hätten eigentlich das Potenzial, ein Gesundheitswesen zu retten an der Basis. Denn Krankheit geschieht ja auch nur aus Energiemangel. Wenn der Körper aus dem Gleichgewicht geworfen wird und der Körper zu wenig Energie hat, um seine Baustellen zu sanieren, oder? Ja. Aber wenn wir schauen, dass jeder Mensch regelmäßig seine beschädigten Mitochondrien wieder abstoßen kann und Platz macht, dass die Gesunden sich teilen können, habe ich ja viel mehr Energie. Und Energie ist A und O. Ja, es ist nicht nur Energie, das hast du alles korrekt formuliert. Es ist nicht nur Energie, weil Mitochondrien haben außer Energieproduktion haben auch mehrere andere Funktionen. Ganz wichtige Funktionen, die spielen entscheidende Rolle bei Apoptose. Die sind wichtige Komponente in Immunprozessen, weil die Immunzellen greifen und attackieren Invaders mit Hilfe von Mitochondrien, mitochondriale Sauerstoffradikale. Mitochondrien haben Signalfunktion, Mitochondrien haben in Synthese von verschiedenen Molekülen auch wichtige Rolle. Also gibt es hunderte von Funktionen, aber Energieproduktion ist die wichtigste, die Hauptproduktion. Immer mit besseren, mit neuen Mitochondrien, mit frischen Mitochondrien, alle diese Funktionen laufen viel besser. Deswegen Kinder insgesamt, ja, neugeborene Kinder, die sind gesund, die top gesund. Mhm. Ja. Wir hatten hier im Haus früher das auch gemacht, damals, wo wir noch ein Gesundheitszentrum hatten. Da haben wir auch gemessen, was so ein Krebspatient für eine Sauerstoffverwertung hat. Also da hat er lediglich noch 2% Sauerstoff aus der Luft verwertet. Und nach wenigen Behandlungen hat er schon 4% verwertet. Das heißt, wie ein Blasbalg ins Feuer, Luft reinblasen, war das Feuer plötzlich viel größer. Sie konnten die Treppe wieder rauflaufen, hatten ein Leuchten in den Augen. Genau. Also das ging ganz, ganz schnell. Ja. Und dann hoffe ich eben auch, dass dann die Selbstheilungsmechanismen dann wieder ziehen. Was machen wir, damit sich solche Gesundheitsoasen, ich meine, wir reden hier von einer Basismedizin, dass sich das innerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet. Im Moment macht das der Hockerts, wie er mir das erklärt hat, mit 2, 3 Oasen. Und er hat mir nur gesagt, man muss nicht Arzt sein, obwohl es ein medizinisch zugelassenes Gerät ist, aber man muss gut ausgebildet sein. Ja, das ist das Wichtigste. Weil es gibt schon mehrere Geräte, Generationen von verschiedenen Geräten, von ganz raffinierten, hochrangierten Geräten für medizinische Anwendung bis zum einfachsten Geräten für Sportler, die man kauft einfach im Internet. Aber die individualisierte Anwendung ist das Wichtigste, das Schlüssel. Weil ohne individualisierte Anwendung, ohne spezifische Beratung, die Leute machen viele Fehler, dumme Fehler. Oder sagen, ah, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Ja. Beschädigen kann sich nur ausschließlich selten. Ich habe gesehen, was die Leute haben Schaden von dieser Anwendung. Weil es ist vom Anfang an sehr, sehr sichere und Anwendung und produziert praktisch keine Nebenwirkungen. Mhm. Man muss sehr viel inwenden, dass sich beschädigen mit dieser Therapie. Ich habe nur in meinen 40 Jahre Erfahrung ganz wenig gesehen. Ich hatte letzte Nacht so ein Bild vor mir, so auf die Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir gedacht, ja, schön, wenn da zu Hause eine ältere Dame ihrem Herrn Gemahl das Gerät anzieht und ihn jeden Tag einmal atmen lässt, damit er wirklich schön Energie hat. Und ich denke, dieses Bild ist gar kein fiktives Bild, sondern ich meine, ich habe auch ein Gerät zu Hause.
eigentlich gehört es fast jeden Haushalt. Ja, ich glaube, in Zukunft, es muss einfach in jedem Schlafzimmer stehen. Dann, Leute werden 20 Jahre mehr lange leben mit guter Lebensqualität, aber 30% Ärzte werden arbeitslos. Ein ganz schönes Zitat. Jetzt möchten wir natürlich alle mal Erfahrungen sammeln, werden wahrscheinlich uns irgendwo eine Gesundheitsoase suchen. Gibt es da irgendwo ein Verzeichnis, wo ich schon weiß, wo ich hin muss, um mich da mal ein bisschen damit die ersten Erfahrungen zu sammeln? Ja, in der Schweiz hier gibt es schon solche Oase für Ausbildung, für Praktizieren von dieser Methode. Es ist bei Michael Back, seine Fitnessstudio Fit for Life. Und wir haben dort regelmäßig Seminare für Ärzte, für Heilpraktiker und auch für Lehrpersonen. Die haben Interesse an dieser Methode und jedes Jahr kommt mehr und mehr Leute. Okay, also da kann man sich ausbilden, also speziell die Leute sagen, ich möchte diese Idee auch mit unterstützen, eine Oase bilden. Und da kann ich nur sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden noch Dutzende von Sendungen machen über diese inskünftigen Gesundheitsoasen. Und wenn Sie auch eine Gesundheitsoase haben, dann melden Sie sich, kommen Sie zu mir, dann machen wir eine Sendung, sodass die Zuschauer wissen, dass es in dieser Region jetzt auch eine Oase hat. Und je mehr Oasen wir haben, wo das eben dann praktiziert wird, desto flächendeckender können wir hier wirklich in der Gesundheitsbasisversorgung etwas mitwirken. Das fand ich jetzt noch so schön. Also Ausbildungen für Privatleute, Ärzte, Heilpraktiker kann man dort machen und auch alle seine Fragen noch stellen zu dieser Technologie. Aber auch, was mir wichtig erscheint, einen Krebspatient oder einen Borreliose-Patient oder einen Long-Covid-Patient muss man wahrscheinlich anders behandeln als nur einer, der präventiv arbeiten will, oder? Ja, ganz genau. Für präventive Anwendung es ist es relativ einfach, weil man hat so generic Protokolls, man kann sich natürlich erst erkundigen, in Prinzipien, wie funktioniert es, und dann an sich testen. Und dann mit generic Protokolls, die Leute machen es ohne Problem, jahrelang. Mhm. Ich habe schon mehrere Leute, besonders die arbeiten zum Beispiel in ganz stressige Berufe, so some Top Managers und auch die Sportler. Und Leute, die einfach so wollen, ihre Gesundheit zu stabilisieren und verbessern. Und die sind total glücklich. Mehrere Jahre mit dieser Methode, die verkraften alle Stress und haben Erfolg. Das ist immer eine Energiefrage, oder? Es ist Energie und Gesundheit. Stress frisst Energie, ja. Und wenn ich genügend Energie produziere, ja, kann ich das machen. Ja. Das ist ja nicht alles ganz so neu. Ich erinnere jetzt da nur, früher hat man die Spitzensportler in Höhentrainings geschickt, oder? Ja, das war immer. In Deutschland ist auch eine. In Deutschland ist es eine alte Geschichte. Es gibt eine tolle Forschung über Hypoxie in Deutschland, schon vom 20. Jahre. Und dann später. Und in Deutschland, zum Beispiel in Ostdeutschland, in Olympischen Spielen, ich denke, was war da in Mexiko? Das war Mexiko, die, ja, die vielen Deutschen Weltrekorde. Haben viele Goldmedaillen gekriegt. Wo? Auf 2000 plus Höhe. Ja? Wieso haben sie, waren sie gut vorbereitet? Die hatten eine geheime Anlage in der Nähe von Berlin, in Kinbaum, eine unterirdische Anlage, eine gigantische hypobarische Kammer, ja, und da konnten so Dutzende von Sportlern sich trainieren. Laufen, Schwergewichte machen und so weiter. Also komisch, ja, statt Hochgebirge tief in die Erde eine gigantische Unterdruckkammer, und das natürlich, das war ganz geheim. Niemand wusste es. Es ist eigentlich, bis jetzt ist eine Diskussion in der World Anti-Doping Agency, ob das, man soll es verbieten als Doping. Bis jetzt haben sie es nicht geschafft. Man kann nicht verbieten, in Gebirge fahren oder einen Gerät, der simuliert Gebirge oder simuliert diese intermittierende Hypoxie. Und man kann auch nicht die Gesundheitsförderung verbieten. Natürlich, und das ist ja eine Gesundheitsförderung. Es ist. Ich hatte nämlich auch mal einen Spitzensportler aus der Schweiz, einen Skirennfahrer aus der Schweiz, der Weltmeister ist, mehr sage ich jetzt da nicht,
den haben wir auch gemessen mit der Sauerstoffverwertung und der war bei 9%. Aha. Nicht 2 wie die Krebspatientin, 9. Ja. Ja. Das heißt, seine Luft, die er da mit dem Blasbalg in sein Feuer blast, ist gigantisch. Mhm. Mhm. Ja, und der hat das auch immer regelmäßig gemacht. Er hat immer schön trainiert, höher trainiert. Und jetzt diese Erfahrungen vom Spitzensportler, vom supergesunden Menschen, ja, wir können es bringen zum normalen Menschen, weil man hat heute wenige Zeit auch für Sport. Ja, man muss manchmal gezwungen einfach alles so gut kompaktieren. Ja. Und das kann man zum Beispiel eine halbe Stunde am Tag mit hypoxischem Training und nicht am Anstrengung, in totaler Entspannung, in Meditation. Es bringt viel mehr als 2 Wochen in Hochgebirge. Mhm. Ja. Hat denn bei dieser Ausbildung, wo ihr da macht, gibt es da auch ein Gremium an Experten, die spezielle Patientenfälle besprechen und dann dem behandelnden Therapeuten sagt, ja, in diesem Fall so und so zu behandeln? Ja, natürlich. Man braucht viel Unterstützung und Beratung am Anfang, wenn man hat angefangen mit dieser Methode, weil man muss das integrativ evaluieren und individuell beraten, alle Patienten. Die letzte Frage, wenn ich die Frage jetzt umdrehe, gibt es irgendeine Behandlungsform, in der du sagen würdest, Finger weg von der IHHT? Irgendein Krankheitsbild, wo du sagst, nein, da machen wir besser nichts mit IHHT? Ja, es gibt Kontraindikationen für diese Methode. Die Kontraindikationen sind alle akute exacerbierende Zustände. Zum Beispiel nach einer Vergiftung, nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder Niereninfarkt. Also alle akute Zustände sind Kontraindikationen. Also Finger weg. Ja, muss erst nach einer akuten, drastischen Schaden, ja, traumatische Auswirkungen, man muss natürlich erst ausruhen, alles so, dass der Körper einfach stabilisiert sich. Und dann während dieser Stabilisationsphase und Reparaturphase, dann fängt man an mit hypoxischer Anwendung. Es beschleunigt regenerative Prozesse. Mhm. Aber alle akuten Prozesse, die sind schon in akuten Prozessen spielt Hypoxie eine wichtige Rolle, weil Blutzirkulation verschlechtert sich, dann weniger Sauerstoff kommt zum Zellen. Natürlich, wir dürfen nicht noch mehr Hypoxie machen. Ja, ja. Also, und ja, das ist das Wichtigste. Manchmal aber, es kommt zu schwierigen Situationen, wenn Menschen haben so eine chronische Vergiftung mit Schwermetallen besonders. Das ist auch ein sehr, sehr Balanceakt. Man muss sehr vorsichtig Hypoxie anwenden und gleichzeitig Ausleitung von Schwermetallen organisieren. Also es ist schon, weißt du, wie Schachspielen. Ja, so ganz feine, raffinierte und viel natürlich braucht viel Kenntnisse, viel Erfahrung. Also lieber mal vorsichtig behandeln und schauen, spiegeln, wie hat der Körper darauf reagiert und darauf aufbauen, die nächste Entscheidung treffen und Zug für Zug, um letztendlich doch noch das Schachspiel zu gewinnen. Gell? Ja. Danke ganz herzlich für diese Erläuterungen. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan, Gesundheitsoasen aufzubauen. Prävention ist der QS24-Motto. Wir können so viel Geld sparen, wenn wir in die Gesundheitserhaltung investieren und nicht warten, bis das Kind in den Brunnen fällt, oder? Ja. Und dass das immer eine Energiefrage ist, ist so klar irgendwie auch, oder? Ja. Großartig. Danke, Arkadi Prokopov, war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und so harzig ich angefangen habe mit dem Aussprechen des Namens, ist es mir jetzt zum Ende hin wieder gut gelungen. Gott sei Dank. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen da mit dieser Sendung zu dieser IHHT-Behandlung etwas zeigen, was bedeutsam ist innerhalb von der Gesundheitsprävention, aber auch in der Wiedererlangung der Gesundheit. Je mehr Mitochondrien volle Leistung bringen, desto mehr Bauarbeiter sind auf ihrer Baustelle da, um ihre
um ihre Baustelle letztendlich auch wieder zu sanieren. So einfach man das auch begreifen kann aus diesem Beispiel aus dem Bau heraus, so einfach funktioniert es auch wirklich mit dem Körper. Und ich höre immer wieder von namhaften Experten aus der mitochondrialen Therapie und Medizin, dass man sagt, dass wir uns alle gut beraten wären, wir uns viel, viel mehr mit diesen Mitochondrien zu beschäftigen, denn sie, da drin steckt das Leben und ohne sie wären wir gar nicht lebenswert und könnten gar nicht leben. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.